Hallo, mein Name ist Patrick Wiegey, ich bin Radiojournalist und ich habe mir die Frage gestellt, woher kommst du eigentlich, wenn du heimatloser Ausländer bist? Mein Opa war heimatloser Ausländer, ist in einem Waisenhaus in Polen aufgewachsen, ist dann zwangsverschleppt worden nach dem Überfall auf Polen nach Deutschland, hat hier 5 Jahre in Zwangsarbeit leben müssen, war dann Displaced Person. Und danach eben heimatloser Ausländer in Deutschland. Polen hat er nie wieder gesehen, ich übrigens auch nicht. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich dazu? Und warum hat Opa nichts über seine Vergangenheit erzählt? Nicht mit seiner Familie und erst recht nicht mir, obwohl ich viel bei ihm war als kleiner Junge und bei ihm aufgewachsen bin. Was macht es mit uns? Wie verbindet uns das heute als Deutsche und Polen miteinander? Und wie viele solcher Geschichten hat es überhaupt gegeben, die eben bis heute verschwiegen worden sind? Das ist die Geschichte meines Großvaters und wir nannten ihn Tachu.